Und Oh, steht ja alles schon, dann komme ich gleich mal drauf. hammerhart das Ding. Das, das aber steht ja heute wieder wie eine Eins. Der steht immer wieder eins. Au, 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 au. Ja, das Toll. übliche Was? Problem. Das ist ja sowieso das Lustige. Kiste auf dem Baum war, glaube ich, die einzige Kiste, die niemand von uns jemals geholt hat beim Deathmatch. Einfach nur, weil sich niemand getraut hat, diesen verdammten Baum zu fällen. Die Ja, ganze Zeit über. vor alledem die eine Kiste auf dem Gebäude, die hat ja auch keiner geholt. Stimmt. Ja, da, ganz am Anfang habe ich überlegt, ob ich rangehe. Da wollte ich mir zuerst so eine Art Treppe hochbauen. Aber ich habe einfach zu wenig Baumaterialien gefunden. Bis Kommt da dann. schon wieder eine runter? Landet die Da etwa kommen noch wieder auf mehr dem runter. Baum? Also jetzt wollte ich gerade Da sagen. gibt es hier schon so wenig Bäume und dann landen die genau auf den Bäumen. Das ist extra so programmiert. Na, ich meine, der Pilot macht das ja schon irgendwo geschickt, muss man ja sagen, ne? Ich meine, für so eine Punktlandung, Hallöchen, das musst du erstmal hinkriegen. Oh. Ich muss auch nur seinen Skill zeigen, der Pilot. Den absoluten Hammerskill. So, passt mal auf, Leute. Heute kriege ich wieder eine exakte Punktlandung auf dem Baum hin und die unten bloß. Du Fixer, wir hassen dich. Wir brauchen noch die Materialien. Klettert doch hoch. Ach. Da macht sich um so eine Strichliste. Yeah, wieder direkt auf den Baum abgesetzt. Aber fällt dir was auf? Die Karte ist kleiner wie die andere Deathmatch-Karte. Hier in der Mitte fehlen die Gebäude dafür. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Die Deathmatch-Karte ist einfach die ganze große Stadt und hier ist sie nur so ein Teilstück davon. Ja. Das ist klar, das ist mega Riesengebäude mit dem das mehrstöckige, richtig große, das fehlt hier. Ja. Willst du einen Sledgehammer haben? Das wäre nützlich, ja. Dann mache ich dir mal einen. Hätte bloß nichts zum Tauschen parat. Ach, pff, egal. Naturalien tun's auch. Okay. Ich kann dir Dienstleistungen anbieten. Oh, yeah, Dienstleistung. War auch zu herrlich bei mir in der Ausbildung, dann in der Berufsschule irgendwie. Als es so um Grundsätze des Handelns ging, wie Menschen angefangen haben, irgendwie zu tauschen. Und da haben sie irgendwie gemeint, ja, wie wäre das, wenn man jetzt auf einer einsamen Insel strandet mit zwei, drei Leuten? So, und du findest Sachen, die anderen finden Sachen und du willst das, was der andere haben will. Wie kommt man daran? So, ich würde ihnen Dienstleistungen anbieten für die Warnen. Ah! Ich würde für ihn kochen und backen und andere tolle Dinge machen. Ach ja. Ich übernehme die Abwasch für die nächsten 4 Wochen. Wir haben nichts zum Abwaschen. Naja, aber egal. Aber stimmt, ich hab auch schon einiges an Eisen bekommen. Da könnte ich mir vielleicht auch irgendwas. Stimmt, wie kann man die Helme machen nochmal? Dazu machst du erst diese Forging Metal. Watching Metal, ja. Und dann kriegst du das Rezept angezeigt für diesen schönen Stahlhelm. Und nur den Helm kann man aus reinem Stahl machen, oder? Yep. Kann man sich nicht so eine schöne mittelalterliche Eisenrüstung zusammenschmieden? Nein, deine Stronghold-Versessenheit kann hier leider nicht ausgelebt werden. Zumal es hier keine Pferde Dann. gibt, um deine Reitereien zu bauen. So leid es mir hier tut. Schade. Ich muss Aber dich wollte ich doch so gern enttäuschen. einen Scharfschützenritter spielen. Ein Scharfschützenritter. Es gibt doch nichts Besseres. Die müssen sich eh wenig bewegen, die Scharfschützen. Da kann man gleich auf einer Position stehen bleiben. Ja, Scharfschützenritter. Ich mach mir so langsam aber sicher Sorgen, dass du zu viel Stronghold machst. Irgendwie merke ich, dass wir immer im selben Gebäude landen, oder? Ist ja auch das Schönste. Oder das da hinten hat sogar noch. Na gut, da kommen wir, glaube ich, nicht hoch. Nein, das wollte ich nicht. Nein, die Munition ist doch so knapp. Einmal mit Profis zusammenarbeiten.
Das stimmt, da könnten wir auch rein. Ja gut, wenn wir da reingehen, weil ich habe jetzt noch ein paar Fackeln. Aber die Fackeln bringen ja nicht mehr, dass die Zombies langsam laufen, aber trotzdem, dass wir ein bisschen was sehen. Ja, vor allem, dass man auf YouTube was sieht. Es ist ja so, dass YouTube leider die Bilder dunkel rendert, was ja natürlich nicht so toll ist. Deswegen ich ja eigentlich hätte das Papier behalten können, hätte ich wenigstens auch ein paar Fackeln machen können. Wie Schiff. Ja, kriegen wir Da wären wir hin. mal wieder. Wir müssen es echt noch weiter ausleuchten. Ich sehe es gerade. Macht viel zu wenig aus. Achso, man kann ja im Sch. Und wie die Zombies. Scheiß auf das Hiding-System. Die Zombies entdecken uns natürlich gleich. Naja, es sind halt schlaue Zombies. Es könnte vielleicht geschickter sein, nicht hier unten herumzulatschen. Wow. Ah, den hab ich doch schön erwischt. Komm her, komm her, komm her. Ja. Der Hammer schlägt dir was vor. Glaube ich. Die ignoriert mich. Was stimmt so lange? Die ignoriert mich einfach. Tja, das sieht halt einfach viel besser aus. Pff. Aber stimmt, ich habe auch einen Vorschlaghammer dabei, den kann ich auch mal benutzen. Pff. Der ist der Meinung, er sieht besser aus wie meiner einer. Wie geil ist der denn bitte gestorben? Schaut cool aus. Gefällt mir. Exzellente Frage, das habe ich jetzt noch nicht gesehen. Irgendwas tipselt da. Irgendwie ein bisschen moderne Kunst. Moderne Kunst. Ja, der hier. Ja, warte mal, ich komme mal rauf. Den schaue ich mir jetzt mal an. So, welcher hier? Der da. Der da in der Luft so weg. Toll. Ja, klar, da war wahrscheinlich gar keiner. Ha, er ist drauf reingefallen. Er fällt aber jedes Mal drauf. Aha! Oh. Und bam, bam. Siehst du, ich brauche keine Waffe. Mir reicht ein Hammer. Haben wir uns auch eine Waffe? Ach so. Naja, je nachdem. So, machen wir ein Obwohl, so bisschen ein Musik. Vorschlaghammer geht auch als Handwerksutensil durch, aber ganz ehrlich. Gut, jetzt kann man sich halt fragen, wie weit geht die Definition Waffe? Alles, womit man jemanden töten kann. Im Prinzip kann man jemanden auch mit einem Löffel umbringen. Ich überlege gerade, welcher Film war denn das? Und dann schneide ich ihm mit einem Löffel das Herz heraus. Ja, stimmt, das kommt mir auch irgendwo bekannt vor. Es ist ein bisschen heller hier zumindest. So. Ah, stimmt, Zombies kann man ja auch looten. Oh, stimmt, das habe ich jetzt da oben bei denen wahrscheinlich gar nicht gemacht, aber egal. Ach, einer hatte nur ein Buch dabei. Oh. Dann ist ein Ist der neueste Zombie-Playboy. Zombie-Playboy. Na super. Der liest sich ja alles durch, der Kerl hier. Sag mal, in den Kisten ist ja gar nichts drin, in dem Müll hier. Mann. So. Wie sieht's aus? Fackeln? Oh, ja, stimmt, das Forging Metal. Fackeln habe ich keine mehr gerade. Ja, ich wollte nur wissen, wie weit meine Fackeln hier sind, so. Na, die zünden sich auch wieder recht spät an. Ich habe hier so Wart. Probleme, die irgendwie immer richtig zu platzieren mittlerweile. Sehr schön. Und da noch eine hin. Da noch. Sehr schön. Okay, es könnte Tag werden. Bitte. Oh, Bauarbeiterhelm, sehr schön. Das bedeutet, ich So, habe. warte, apropos Helm, ich habe hier was für dich. Geht schon wieder Moment, nicht. da ist er. Oh. Schaut komisch aus, als das, wenn man den so von außen betrachtet, wenn man rausgeworfen hat. Ja. So, als Hatte ich aber nächstes crafte schon. ich mir mal ein bisschen Holz zusammen. Ich habe nämlich 7 Holzstämme bekommen in der Kiste und aus dem mache ich mir dann mal so schöne Pfahle. Pfähle. Pfähle. Pfählen wir mal den Vampir da drüben. Aber stimmt eigentlich, das hatten wir das letzte Mal ja schon vor und hatten es irgendwie nicht gemacht, ne? Ich hatte es zumindest vor und ich kam niemals dazu. Ja.
What? 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 Hä? Guck dir mal den Schrank hier an. Ja. Guck mal den Schrank rein, was da drin ist. Ja, wie geil ist das denn? Ich sehe schon, die haben bessere Panzerung als unsere Stahlhelme. Naja, jetzt habe ich ja wieder den Bergarbeiterhelm, damit ich in der Nacht was sehe. Aber ich hole mir den mal wirklich und vergleiche den mal mit meinem Stahlhelm. Will mal wissen, ob da ein Wertunterschied ist. Aber im Übrigen, ich habe jetzt vor kurzem mal irgendwo was von den Plänen der Entwickler gelesen und ich habe tatsächlich irgendwo gelesen, dass die tatsächlich Skillbäume planen, wie ich das ja gesagt habe. Yeah. Tatsächlich so Skillbäume geplant. Das ist natürlich nicht schlecht. Gut, das ist noch der Stand vor ein, zwei Monaten. Naja. Aber bisher haben sie ja das, was sie ja vorgeschlagen haben, bis jetzt zumindest immer reingebracht, ne? Mhm. Gut, jetzt haben sie halt wieder diese Voxel-Grafik da nochmal ein bisschen umgeändert, wieder auf den alten Stand. Aber wo haben die da jetzt großartig was umgeändert? Weil ich sehe viele Sachen immer noch mit dieser Voxel-Grafik. Die hatten beim letzten Mal eine etwas andere Blocktextur gehabt für Stein und Gravel und so. Und das haben sie jetzt gerade wieder rückgängig gemacht. Ach so, das, was eigentlich... Ach so, stimmt, das, was du mir mal gezeigt hast, ist, was eigentlich sogar besser gewesen ist, wie wir fanden. Genau. Aber es gab wohl irgendwo irgendwelche Problematiken damit und dann haben sie das Ganze wieder verworfen und gesagt, nö, es gefällt uns doch nicht so sehr. Ich kann es mal kurz zeigen. mal her. Es sieht jetzt alles wieder so dreieckig aus. Davor hatten die ja hier diese Kanten gerade gehabt. So. Zack und zack. Oh, ich habe jetzt zwar wieder schön was an Waffen bekommen, aber irgendwie... Aber irgendwie? Mir fehlen die altklassischen Minen. Und immer noch nicht dabei. Das ist halt die zurückgestellt. Minen. Da sich unsere Community größtenteils selbst in die Luft gesprengt hat, haben wir die Anzahl an Minen reduziert. Ja, Minen. Ich darf dich nur dran erinnern, was das letzte Mal geschehen ist, als wir Minen hatten. Mein junger Padawan. Hast du etwa schon wieder welche gelegt, oder was? Nein, habe ich nicht. Komm mir schon fast die Anspielung vor. Ich bin doch nicht verrückt und leg Minen. Bin ich denn wahnsinnig? Ja. Hätte ich sowas jemals schon mal gemacht? Ja. Ich erinnere dich nur daran. Oh, da ist auch nochmal so ein Mining-Helm in dem gelben Auto hier drinnen. Falls du willst, dass du in der Nacht was siehst. Kann man den Mining-Helm zusätzlich zum normalen Helm anziehen? Nein. Voll. Ja, ich meine, irgendwo muss es. Hat ja. Er wenigstens irgendwelche, hat noch nicht mal, hat noch nicht mal Werte. Wenn man den wenigstens als Skin drüber ziehen könnte. Du musst an das Herz der Karten glauben. Ach, herrlich. An das was? An das Herz der Karten. Er braucht heute wieder mal etwas arg lang, der gute Udwin. An das Herz der Karten. Ronny, glaub an das Herz der Karten. Ach so. Ja. Aber ich könnte, an den Spruch konnte ich mich gerade zu wenig erinnern irgendwie. Das Duell. Ach, das war beim Duell. Mhm. Alles klar. Boah, brauchen die Fallen lange. Ja, ich merke jetzt gerade schon, ich habe jetzt gerade erst die Sharpened Sticks fertiggestellt. Ich möchte jetzt nicht wissen, wie lange die blöden Fallen brauchen. Ja, viel zu lang. 3 Minuten für 36 Stück. Halleluja. Naja. Tschüpp. Weil wir das Spiel als zu leicht empfanden, haben wir die Crafting Time nach oben gesetzt. Crafting Time ein wenig nach oben gesetzt, ja. Wie war das nochmal mit diesen guten alten Parodie-Patch Notes? Allgemeine Spieltiefe zu verbessern, wurde der Meerespegel erhöht. Ja, so ungefähr. Wenn ich hier stand, mal. Au! Ein Safe. Au. Hau. Ach, loot ich weiterhin Autos. Ach, an dem war ich schon mal. Hm. Ach, wir machen die sehr weit außen hin, die Fallen. Ja, wir können sie auch weiter reinmachen. Ich hab's halt. Weil je weiter.
je weiter wir sie nach innen bauen, desto weniger brauchen wir halt davon. Das ist so diese. In Ordnung, Mausibärchen, dann mache ich das halt, wie du es wünschst. Yay. Yay.